der Markt Weiler-Simmerberg. Er setzt sich zusammen aus den Gemeinden Weiler im Allgäu, Simmerberg und Ellhofen. Jedes Jahr gibt es im ganzen Markt etwa 100.000 Übernachtungen. Mit 3.500 Einwohnern ist Weiler die größte Gemeinde des Marktes. Schön in die Natur eingebettet, liegt sie auf etwa 630 Metern über dem Meeresspiegel. In Bremen-Ried, einem Ortsteil von Weiler, finden wir auch das Käslädele. In dieser Sennerei treffen wir Käsermeister Simon Ziegler. Zu seinem Beruf hat er vor über 28 Jahren gefunden. Bei mir ist es so, dass ich ein Erbgeschädigter bin. Also mein Urgroßvater, mein Großvater, mein Vater, alle waren Käser. Und dann ist es irgendwie einfach so weitergegangen und ja, bin auch Käser geworden. Simon Ziegler kommt aus der Schweiz. Seit 13 Jahren lebt er aber im Allgäu. Gerade wenn man so in einem Kleinbetrieb arbeitet, wie wir hier, man hat so das Produkt von Anfang bis zum Ende in der Hand. Also wir kriegen die Milch von unseren Bauern angeliefert und verarbeiten die, machen den Käse und pflegen den Käse bis zur Genussreife und dann geht er in den Laden und wir kriegen auch da dann auch direkt Feedback, wie das auch schmeckt, was wir jetzt gemacht haben. Und das finde ich eigentlich etwas vom Schönsten, wenn man nicht nur einfach einen Teil von irgendetwas macht, sondern eben halt etwas die ganze Zeit verfolgen kann. Die Bremen-Rieder Sennerei besteht seit über 120 Jahren. Hier stehen Handwerk und Natürlichkeit im Vordergrund. Angefangen bei den Bauern, also bei uns bringen die Genossenschafter, also die Besitzer der Sennerei, bringen ihre Milch täglich in die Sennerei. Dann wird sie auf sehr traditionelle Art und Weise verarbeitet noch, also da ist kein Computer im Spiel, nirgends, oder? Das ist auch alles Handarbeit und das ist auch so eben die traditionelle Herstellung von Käse. So. Im Jahr produzieren die Mitarbeiter etwa 100 Tonnen Heumilchkäse. Bei der Produktion von Heumilch bekommen die Kühe keine Gärfuttermittel, sondern werden auf natürliche Weise mit Gras und Heu gefüttert. Heumilchkäse, ja, das ist das Beste, was es gibt. Aber schauen wir uns die Käseherstellung etwas genauer an. Erstmal braucht man eine gescheite Milch. Die Milch ist immer das A und O. Dann kommen Bakterien hinzu. Die sind in Form, jetzt in unserem Fall, von selbst nachgezogenen Milchsäurebakterien, zusätzlich auch moderne lyophilisierte Bakterien, die wir zusetzen. Dann kommt Lab hinzu. Lab bewirkt, dass die Milch dann stockt. Daraus entsteht dann die Galerte, die geschnitten und somit zu Käsebruch wird. Wir haben vor einer halben Stunde ungefähr die dicke Milch geschnitten und die Käsekörner sind dabei entstanden. Wir sagen dem auch den Bruch. Jetzt wird das Ganze weiter erwärmt und durch das weiter Aufwärmen ziehen sich die Käsekörner zusammen und werden trockener. Das passiert in diesen Kesseln. Wenn die Brenntemperatur von 53 Grad für Bergkäse erreicht ist, ziehen die Männer den Käsebruch aus dem Kessel. Diese Masse wiegt jetzt etwa noch 130 Kilo. Anschließend wird der Käsebruch gepresst. Dabei drückt die Presse etwa 20 Liter Molke aus. Danach portioniert Simon Ziegler die Masse, damit die Käsestücke ungefähr gleich groß werden. Und dann geht's an die Pflege. Also wir haben hier jetzt den Allgäuer Bergkäse mit Ursprungsbezeichnung. Die Bergkäse, die haben bei uns um die 25 bis 30 Kilo. Der reift jetzt hier noch, der ist von Mitte Februar und durch die Pflege entsteht die Patina, die den Käse vor dem Austrocknen schützt. Und nach Ablauf der Reifezeit ist der Käse dann auch laktosefrei. Ob Bergkäse oder Schnittkäse, minimale Veränderungen in der Zubereitung schaffen die verschiedenen Käsesorten. Angefangen bei der Milch über die Milchaufbereitung, also wird pasteurisiert, wird baktofugiert oder was weiß ich. Dann kommen die Kulturen, die wir zusetzen, die Verarbeitungstemperaturen, die Verarbeitungstechnik auch. Das macht dann schon so kleine Unterschiede und dann geht es weiter mit Salzbad und der Pflege der Käse. Käse, so Leibgröße macht einen enormen Unterschied. Unsere Herausforderung ist eigentlich, jeden Tag einen guten Käse herzustellen. Nicht jeden Tag den gleichen, aber jeden Tag einen guten.
Und so entsteht hier auch der Bremenrieder Schnittkäse in verschiedenen Sorten. Ob mit Chili oder mit Kräutern. Die Vielfalt macht ja auch aus. Oder? So muss man, kann man jeden Tag Käse essen und muss nie den gleichen essen. Die Sennerei mit dem Käslädle ist auch Teil der Allgäuer Käsestraße. Unter anderem darüber spreche ich mit dem Tourismusleiter Sebastian Koch. Hallo Herr Koch. Hallo. Die Allgäuer Käsestraße, die führt ja auch durch Weiler. Was kann man sich denn unter der Käsestraße vorstellen? Ja, der Begriff ist natürlich ein bisschen irreführend, weil die Käsestraße ist keine klassische Straße, die von A nach B nur geht. Es ist ein Verbund von verschiedenen Sennereien, die alle Heumilch produzieren. Die haben sich zusammengeschlossen schon in den 90er Jahren. Da sind noch Gastronomiepartner mit dabei. Und man kann im Endeffekt auf einem Radwegenetz diese Käsestraße erleben, von Sennerei zu Sennerei fahren und dort die regionalen Produkte auch einkaufen. Was gibt es denn, abgesehen von der Käsestraße, denn noch so im Markt Weiler-Simmerberg zu entdecken? Ja, bei uns gibt es recht viel zu entdecken. Unser Aushängeschild ist natürlich die Hausbachklamm. Das ist ein sehr, sehr schöner Wanderweg. Wir haben jetzt auch den zertifizieren lassen als Premium-Wanderweg. Da ist demnächst die Eröffnung. Und haben noch den Ellhofer Tobel, auch ein sehr schönes Naherholungsgebiet mit einem Premium-Spazierwanderweg. Generell bietet sich natürlich die Region hier bei uns für Outdoor-Aktivitäten ein. Also Wandern, Radfahren. Wir haben eine sehr schöne Badeerlebniswelt mit einem Wasserspraypark, im Sommer bei Kindern sehr beliebt. Und eine schöne Museumslandschaft, diverse Veranstaltungen, die kleine Kunst auf kleinen Plätzen ist so das Aushängeschild. Da wird der gesamte Ortskern gesperrt, es gibt verschiedene Bühnen und überall ist Leben im Ort. Also bei uns ist schon über das ganze Jahr was geboten. Wenn man jetzt so viel unterwegs ist und dann ja auch Sport macht oder sich Veranstaltungen anschaut, dann wird man ja wahrscheinlich auch hungrig. Weiler hat ja die Auszeichnung bekommen für die 100 Genussorte Bayerns. Was hat es denn mit dieser Auszeichnung auf sich? Was kann man sich darunter vorstellen? Also, diesen Wettbewerb hat die Bayerische Staatsregierung ausgerufen 2018 und es wurden 100 Genussorte in Gesamtbayern gesucht. Wichtige Kriterien sind unter anderem natürlich, dass man regionale Produzenten hat, dass eine gewisse Tradition vor Ort herrscht, was ja bei uns durch die Käseproduktion und die lange Bierproduktion schon gegeben ist, dass auch die kleinen Produzenten hier im Ort direkt vermarkten, dass die Gastronomiebetriebe auch die Produkte aus dem Ort verwenden. Das ist natürlich im Endeffekt eine regionale Wertschöpfung. Das ist so das Wichtigste, was so dahinter steckt, dass auch diese traditionellen Produkte auch weiterleben können und nicht verloren gehen. Und wie lange hat jetzt der Markt diese Auszeichnung schon? Wir haben uns 2018 damals beworben, haben auch dann im Jahr 2018 mit als einer der ersten Orte die Auszeichnung bekommen. Es gab noch eine zweite Runde in 2019. Insgesamt gibt es im ganzen Allgäu, glaube ich, nur 6 Orte und da sind wir einer mit dabei. Das ist natürlich schon eine herausragende Bedeutung für den Ort, für so einen kleinen Ort wie Weiler. Aber bei uns hat auch reingespielt zum Beispiel die Käsetradition. Wir haben ja nicht nur die Sennerei, die Sie schon besucht haben, sondern es wurde auch der erste Allgäuer Emmentaler, wurde hier in Weiler produziert, und zwar in dem Gebäude hinter Ihnen, neben dem Rathaus. Das war 1821. Die Senner wurden früher hier in Weiler ausgebildet, bevor das Ganze dann in den 70er Jahren des letzten Jahrtausends nach Kempten umgezogen ist. Also Käse hat hier schon immer Tradition gehabt, für das gesamte Allgäu, für die gesamte Region auch. Jetzt ist ja Ihrerseits die Wertschätzung auch auf jeden Fall da. Wie stolz macht es Sie denn, dass Weiler diese Auszeichnung erhalten hat? Das macht uns als Ort natürlich sehr stolz. Wenn man überlegt, wir sind ein kleiner Ort mit gerade mal um die 6.300 Einwohnern und sind dann einer von 100 Orten in Gesamtbayern, die auch nach außen transportiert wird. Der Freistaat Bayern oder gerade auch Bayern Marketing möchte das Thema Kulinarik immer in den Vordergrund stellen. Kulinarik ist das, was Bayern definiert und da sind wir ein Teil davon. Und das ist natürlich für uns auch sehr wichtig, gerade dass wir unsere Betriebe hier vor Ort, die auch noch handwerklich arbeiten, immer nach außen präsentieren können, dass unsere traditionelle Produktion, wie es auch schon jetzt in Bremen-Ried gesehen wurde, aufrechterhalten werden kann. Weil wenn man überlegt, also jetzt gerade beim Thema Käse wieder, wir haben Heumilchsennereien, das heißt, wir haben wirklich noch Weidewirtschaft. Die Kühe stehen jetzt nicht im Stall, die sind auf der Weide. Und unsere ganze Kulturlandschaft schaut wegen der Käseproduktion so aus. Das heißt, das, was dem Gast so gut gefällt bei uns, geht nur durch unsere Heumilchsennereien und durch die Käseproduktion und durch die Milchproduktion. Weil die bewirtschaften unsere Wiesen. Das heißt also, das, was der Gast sucht, ist entstanden durch diese traditionelle Käseproduktion. Und dafür ist ja dann auch die Wertschätzung Ihrerseits jetzt ziemlich groß. Absolut, absolut. Also wir sind so froh, dass wir solche Betriebe bei uns im Ort noch haben. Eine Sennerei, 2 Brauereien, wer hat das bei der Ortsgröße schon? Das ist natürlich schon herausragend. Und wir hoffen, dass wir auch noch ganz, ganz lange die Gäste mit unseren regionalen Produkten begrüßen und beglücken können. Und die Postbrauerei ist ja auch Teil der Auszeichnung 100 Genussorte Bayerns. Und die gucken wir uns jetzt mal an.
Weiter geht's. Die Postbrauerei in Weiler hat eine Brautradition von über 370 Jahren. Doch wie hat die Brauerei überhaupt zu ihrem Namen gefunden? Das kommt aus der Tradition, dass wir damals vom bayerischen König zur königlich-bayerischen Posthalterei ernannt wurden. Das bedeutet, die Postkutschen, die auf ihrem Weg vom Kloster St. Gallen ins Oberallgäu gefahren sind, die haben wir nicht nur Pakete wie heutzutage mit sich mitgeführt, sondern auch Personen, die haben den Personenverkehr übernommen. Und alle 60 Kilometer hat man circa eine Post, eine Wirtschaft, ein Gasthaus installiert. Und da wurden nicht nur die Pferde getränkt und mit Hafer versorgt, sondern auch die Leute konnten sich da wieder stärken nach der kräftezehrenden Reise. Und daher kommt der Name hier Gasthof zur Post. Früher hat man dort Bier gebraut. Doch als der Gasthof dafür zu klein wurde, ist man umgezogen. Neben Qualität wird hier auch Familientradition großgeschrieben, erzählt Sebastian Zint. Er ist letztes Jahr in die Geschäftsleitung eingestiegen. In einem Familienbetrieb zu arbeiten, klappt meistens gut. Was weniger gut läuft, das sind einfach so Themen wie zum Beispiel Marketing. Da hat man immer irgendwo andere Ideen, auch mal neue Ideen. Und ja, wie das von Generation zu Generation so ist, da möchte natürlich jeder, hat da seine Wertvorstellungen. Und ja, das immer zu vermitteln und zu schauen, dass man da einen möglichst guten Kompromiss finden kann, das ist nicht immer leicht, aber da muss man sich halt zusammenraufen. Das Unternehmen in vierter Generation zu führen, ist für ihn auf jeden Fall eine große Umstellung, viel Verantwortung. Man hat ja nicht nur Verantwortung für seine Mitarbeiter, man hat auch Verantwortung natürlich dafür, dass das Produkt stimmt, weil auch daran, wir verkaufen das Produkt ja weiter an viele Gastronomen, an viele Wirte hier. Und auch die wollen ja immer ein einwandfreies Produkt ausschenken, weil auch ihre Reputation hängt ja daran, dass das Bier stimmt. Hier im Sudhaus wird gerade 70 Hektoliter Würze für eine der Biersorten gekocht. Und beim Würzekochen hier in der Würzepfanne gibt man drei verschiedene Hopfentypen mit ins Bier dazu. Und das geschieht nicht hier direkt, sondern das geschieht ein Stockwerk weiter oben in der Schrotmühle. Und da legen wir die drei verschiedenen Sorten vor und die fallen dann zum richtigen Zeitpunkt hier direkt in die Würze hinein. Das ganze Würzekochen dauert ca. 60 Minuten und dann ist das Bier sozusagen reif, um mit der Hefe verheiratet zu werden und dann beginnt die Gärung. Die Hauptgärung dauert etwa eine Woche. Dann reift das Bier für weitere 5 Wochen in den Lagerkellern. Nicht nur das Brauen, auch andere Themen stellen Sebastian Zint vor Herausforderungen. Die inflationären Kostensteigerungen, die betreffen uns sehr, besonders die Energie. Auch das Bierbrauen braucht viel Energie. Einerseits hier im Sudhaus bei uns, das Kochen, das sogenannte Würzekochen, braucht Energie. Darüber hinaus ist das Papier für die Etiketten deutlich teurer geworden. Die Kronkorken sind deutlich teurer geworden. Also man kann eigentlich sagen, dass durch die Bank haben wir nur mit Kostensteigerungen zu tun. Dass die Preise wieder fallen, das ist jetzt erstmal nicht absehbar. Trotzdem geht es weiter. Alle helfen zusammen. Unter den Mitarbeitern befindet sich auch Alexander Hackspiel. Er hat vor 6 Jahren ein Lied geschrieben, das die Brauerei ein Stück bekannter gemacht hat. Ich habe für die Brauerei Bier ausgeliefert mit einem kleinen Lastwagen und auf der Fahrt nach Balderschwang ist mir das Lied eingefallen. Dann kam das Westallgäuer Oktoberfest in Weiler. Wir haben es live auf der Bühne gespielt, auf YouTube mit mittlerweile 28.000 Klicks. Und heute spielen wir es immer nur live beim Comedy-Programm Comedy Meets Lachelo mit Beppi B. und den Grusch Brothers. Jeden Morgen stand ich auf und ich geb dir richtig Gas. Hock mich auf der Karren auf, meine Arbeit, die macht mir viel Spaß. Ich komm umeinander und triff viel Leute, das finde ich wunderbar. Ja, mir geht's richtig gut, weil ich Lastwagen fahr. Ich bin der Lastwagenfahrer von der Postbrauerei. Mit meinem Lastwagen komm ich auch bei dir vorbei. Hab mein Wagen vollgeladen mit viel Bier und Limonaden, weil uns ist mir gewiss etwas und es ist Eierdurst. Prost!